Willkommen zurück bei Guild Wars 2. Wir haben jetzt unser Fertigkeitspunkt genommen, die Aussichtspunkte und hast du nicht gesehen, was wir jetzt hier in den Ecken noch vergessen hatten. Und wir haben hier auf dem Gipfel, glaube ich, auch noch was vergessen. Das müssen wir auch noch holen und dann können wir irgendwie weitermachen. Wobei es sich eigentlich schon fast anbietet, wieder dann zurückzugehen. Ach nee, das ist ja woanders. Das wurde mir nur auf der Karte angezeigt. Da muss ich ja ganz woanders hin. Nicht gut, nicht gut. Ja, ich glaube, da müssen wir hier rein, da hoch. Ach, du ahnst es nicht. Da gibt es auch noch ein Event. Das machen wir mit, falls wir schnell genug da hinkommen. So. Wunderbar. Erfrischend. Ja. Aber vielleicht brauchen wir gar nicht dann da hoch, sondern können direkt hier rüber. Ja, das da sieht ganz gut aus. Ja, ja, heulende Wölfe. Ja, komm. So. Und angucken. Level 20. Ich sollte mir, glaube ich, bei nächster Gelegenheit neue Klamotten zulegen. Ich glaube, die nächsthöheren müssten für 20er sein. Bin mir da jetzt auch nicht so hundertprozentig sicher. Wobei, ich glaube, dafür habe ich auch zu wenig Material. Ist halt das Problem, wenn man schon so viele Twinks irgendwie erstellt hat. Und mit denen halt dann auch gecraftet hat. Dann ist da doch nicht mehr so viel übrig. Man bekommt zwar dann immer irgendwie ein bisschen was dabei, aber es geht halt auch sehr viel drauf. Wobei jetzt halt hier nicht das Problem des Kupfererz ist, sondern eher diese ganzen Zusatzmaterialien, wie da diese Krallen oder das Blut. Da braucht man dann doch relativ viel von. Weil alles andere ist nicht so das Problem. Bin schneller als ein Centaur. Weil Erz, Holz und so weiter, das kann man auch noch relativ gut farmen. Jetzt Leder und Stoff eigentlich weniger, aber man bekommt trotzdem da noch genug raus. So, sollen wir das hier nochmal probieren? Füg die Feuer, Balthasars! Thank you.
zumindest das haben wir diesmal halbwegs elegant gelöst. So, haben wir noch irgendwo wieder einen vergessen? Naja, da. So, während wir hier rumlaufen, mal gucken, wo wir hin müssen. Wir müssen noch da hoch. Und hier ist auch noch Herzchen. Da gibt es auch noch einen Wegpunkt. Wo fehlt denn dann der dritte? Uns fehlt irgendwie ein Wegpunkt. Deswegen 1, 2. Es müssten 3 sein. Hier unten noch irgendwas vergessen, was natürlich sein kann. Oder es ist noch hier oben einer. Das kann natürlich auch sein. Da bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Aber ich weiß nicht, ob wir das überhaupt in dieser Folge dann schaffen werden. Oh, was geht denn da hinten ab? Ich rufe die Kraft des Sturms herbei. Was fliegt denn da hinten rum? Hm. Scheint nichts Wichtiges. Doch jetzt da geht's auch wieder ab. Füg die Feuer, Balthasar. Okay, dann helfen wir mal hier gerade retzen. Auch tot. Tanzen wir nochmal. Yeah. Supi. Lalala. So. Nee. Da. Bin ich mal gerade nicht so ganz sicher. Noch an. Herzchen, wieso greifst du die Hirschkuh an? Ich hab doch gar nichts gedrückt. Schlimm mit der. So, mal gucken, ob wir da hochkommen. War noch nicht hier. Ja, schon klar, dass du noch nicht hier Lars. Solche Macht. Ja,
Ja, der ist halt auch etwas höher, deswegen macht der da auch ein bisschen mehr Schaden. Ja. Aber da jetzt nicht zu spät kommen. Das Event haben wir verpasst, aber jetzt hoffe ich nur, dass eventuell noch einer hier mitkommt, um den Fertigkeitspunkt damit zu machen. Weil der ist nicht ganz so einfach, wenn ich es noch halbwegs richtig in Erinnerung hatte. Denn das hier ist nämlich extrem knapp bemessen. Seinen echten Schaden anzurichten. Ja, da kriegen wir Hilfe. Wunderbar. Wollt ihr aber nicht nochmal das machen, oder? Au! Okay. Die Feuer, Balthasar. Haben wir hier noch was vergessen? Ja. Ja gut, ein Preis für schöner Wohnen gewinnt der hier auch nicht. Au. Schmeißt er mich aus seiner Wohnung raus. Das Ding hier oben auf dem Turm. Irgendwo da.
Okay. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir da jetzt nicht runterfallen. Könnte tödlich enden. So, was müssen wir denn noch hier machen? Wir müssen noch hier so ein paar Drachenbanner gegebenenfalls kaputt machen und Söhne Swamis töten, wenn wir sie finden. Sind doch jede Menge davon denen. Könntet ihr mal bitte auf mich warten? Immer das Gleiche. Irgendwie, das haben sie sonst, hat er sonst auch nicht gemacht, dass da irgendwie nach dem Ausweichen irgendwie der Fokus rausgeht. Nee, mein Banner. Ich brauche mehr Söhne. Oh. Definitiv mehr Söhne werden benötigt. Naja, Doljak. Ach, das machen wir mal bei dem nächsten Mal, glaube ich. Ebenso die Fertigkeit hier. Ich glaube, dafür habe ich, glaube ich, auch nicht den Nerv, weil da kann eventuell auch ein Veteran, wenn nicht sogar ein Champion stehen. Und dafür reicht uns jetzt auch nicht so die Zeit. Dir los. Auch nur so getan, als wäre er tot, oder was? Zumindest füllt sich hier der Laden wieder. Zustand entfernen. Haben die da eventuell reingepatcht, dass man irgendwie so ein Ding da nicht mehr farmen kann?
Ich habe jetzt auch bei hier der ganzen Aufnahmesession diese ganzen. Ja. Geier nicht mehr gesehen, die da einfach die ganze Zeit da nur an diesen Punkten da rumstehen. Ich hatte jetzt halt erst gedacht gehabt, es würde daran liegen, dass wir jetzt halt schon so weit damit durch sind, aber. Anscheinend haben sie das dann halt doch irgendwie so gemacht, dass man dann nur irgendwie nach einer gewissen Zeit es nochmal machen kann. Okay. Nix, nada, niente. Och, komm jetzt. Okay. Dann latschen wir noch zur Wegmarke und dann soll es das auch wieder gewesen sein. Die Doljaks, ja, sammeln wir dann erst in der nächsten Folge ein. Und dann müssen wir mal gucken, was uns was noch übrig ist. Also wir haben noch einen Fertigkeitspunkt zu machen. Und hier das Herzchen. Aber Wegmarken haben wir jetzt alle. Wir haben noch zwei Sehenswürdigkeiten, nicht? Wo auch immer die liegen sollen. Also auf Anhieb finde ich sie nicht. Na gut, hier oben könnte noch irgendwas sein. Was fehlt noch? Ja, Fertigkeitspunkt und das war's. Okay. Jo. Dann würde ich sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns dann in der nächsten wieder. Bis dann.